Der Sommer steht vor der Tür und somit ist das auch das Zeichen für alle Maler, dass die Fassadensaison endlich eröffnet ist. Und darum bekommen wir immer häufiger die Frage rein, welche Temperatur brauche ich eigentlich, um draußen streichen zu können? Im Idealfall haben wir eine Temperatur zwischen 18 und 25 Grad. Hier können wir problemlos streichen und müssen keine Angst haben, dass irgendetwas schief läuft. Es kann natürlich auch sein, dass wir ein paar Ausnahmen haben, wie zum Beispiel im Winter. Da ist es wichtig, dass die Temperatur immer über 5 Grad ist. Das heißt, tagsüber über 5 Grad und vor allem nachts müssen es auch über 5 Grad sein. Hierbei ist jetzt noch wichtig, dass wir beachten, dass es natürlich trocken ist, denn der Regen könnte unsere Farbe sonst wieder abspülen. Es darf natürlich auch nicht zu warm sein. Alles, was schon über 30 Grad geht, könnte auch sehr gefährlich werden. Denn gerade durch die Hitze würde unsere Farbe viel zu schnell trocknen und wir würden mit dem Streichen gar nicht mehr hinterherkommen. Somit haben wir am Ende ein richtig schlechtes Streichergebnis.